Also, was machen wir jetzt eigentlich? Wir fahren in ein Gebiet, wo ich vor einiger Zeit erst Besteigungsmöglichkeiten gefunden habe. Das heißt, ein Areal mit einigen Felstürmen, von denen ich sehr zuversichtlich annehme, dass noch niemand oben war. Morgen. Alle klettern auf einer großen, ernsten Unternehmung, müssen irgendwann mal alles Kletterzeug aufbereiten, auflegen. Wenn sie es umhängen, dass sie nie abheben. Ja, und dann nimmt man das mit, was man wirklich braucht. Aber das ist ein super Ding für eine der ersten Sequenzen im Video, weil das schaut urwichtig aus. Wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Diesen Weg über diesen kleinen Bach hinauf, durch die Röllfelder, vorbei an den gestützten Bäumen und hoffen, dass wir heute mal oben kommen. Die Expedition ins unbekannte Land beginnt. Das ist der Wahnsinn, du hast den Zumpf da dann, wie den von da gesehen hast, links. Das ist er. Ernste Männer bei einer ernsten Tätigkeit. Schotterpickel. Wir werden es nach dem böhmischen Paradies nennen, weil dort ist der Sandstein auch so brüchig wie da, so sandig. Und nennen es Schotterparadies. In Czeskiraj gibt es einen Turm, der heißt Babka. Okay. Und Babka ist der Familienname meiner Mutter, weil meine Großmutter ist ja Wirtschaftsflüchtling, also die Urgroßeltern Wirtschaftsflüchtling aus Tschechien. Und Babka heißt der Turm. Babka. Also was jetzt passiert ist, dass der erste Haken eingebohrt wird. Was ist das? Das ist der Kleber. Okay. Famous last words, wird schon gut gehen. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind am Gipfel. Yeah. Hey. Wir sind auf dem Zentralturm, auch genannt Babka, und wir haben es geschafft, er hat uns hinaufgelassen.
Meine Herren, Fazit? Das ist mein Fazit. Super. Sehr gut. Ein paar Worte, Michi. Also, Hut ab von Walter. Reife Leistung und eine sehr lässige Aktion. Sehr, sehr nett. Patrick, wie war es für dich? Super, ich war noch nie bei einer Erstbesteigung vorher dabei und es war ein Riesenabenteuer und es war grandios.